Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sind die gegenseitigen Sicherheitsgarantien. Aus der Geschichte heraus, das hat Herr Teltschik erwähnt, aber auch andere, ist schon immer tatsächlich das Interesse Russlands an gegenseitigen sicherheitspolitischen Beziehungen und sicherheitspolitischen Garantien da gewesen. Deswegen halte ich es auch für sehr, sehr richtig, dass auch Olaf Scholz jetzt in der aktuellen Diskussion sehr deutlich gesagt hat, dass er absolut bereit ist, gemeinsam auch mit den anderen europäischen Partnern und auch mit den USA, mit Russland genau über solche Dinge zu sprechen, über eine Sicherheitsarchitektur. Dann könnte so ein Vorschlag für eine Helsinki-Konferenz für eine weitere möglicherweise ein Weg sein, den man gehen könnte. Gleichzeitig wird aber eben auch von einzelnen Ländern wie Deutschland, das ist auch genannt worden, ja auch Führung erwartet. Da sind wir natürlich immer auf einer Rasierklinge unterwegs und es ist immer ein schmaler Grat zu viel Führung, wo sich andere europäische Partner überfahren fühlen und zu wenig Führung, dass man eben nicht die Rolle einnimmt, die auch von anderen europäischen Partnern erwartet wird. Und ich glaube, an der Stelle kommen wir zu einem Punkt, den ich für ganz wichtig halte. Wir müssen eine stärkere europäische Außenpolitik endlich gemeinsam koordinieren. Das haben wir leider immer noch nicht geschafft, eine europäische Außenpolitik, die mit einer Stimme spricht, hinzubekommen. Insofern halte ich den Weg auch über Normandie-Format und andere bereits etablierte Formate, Dialogformate zu nutzen für Problemlösungen, halte ich für den richtigen, weil die europäischen Partner mit einbezogen werden müssen. Deshalb halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass wir sehr, sehr klar und sehr deutlich Völkerrechtsbrüche anprangern und sie auch nicht hinnehmen, weil wir sonst die Tür öffnen dafür, dass das auch weiter passiert. Und gleichzeitig müssen wir trotzdem Wege finden, wo wir kommunizieren können. Andreas Metz hatte angemerkt, dass wir Gesprächsangebote machen müssen, dass wir Dialoge machen müssen. Nur die sind, das habe ich vorhin schon angedeutet, in vielen Bereichen massiv eingeschränkt. Dann da, wo wir Gesprächsangebote machen, da können wir nicht immer sicher sein, dass mit den Leuten, mit denen wir sprechen, dass die auch wirklich sozusagen maßgebliche Akteure sind, die dann auch was zu sagen haben, weil eben sehr stark zentralisiert wird und sehr stark das russische politische System auf eine Person beziehungsweise auf einen kleinen Kreis zugespitzt wird.